Autosfestival am Stadtkehr zu Hespa. Dafür darf Stop & Go an den Stillstunden vom Berufstrafik. Stop & Go aber auch am Projekt vom Hespa Contournement eine never-ending Story, ein Politmarathon, an dem es schlägt, die konzerniert Ministerien und Administrationen Kilometer Handel zu schließen. Ich bin 2000 heute zu Hespa in der Politik, für dich am Gemeinderat, 2006 dann noch am Schäferrat. Und ich weiß, in den Jahren 2006, 2007 haben wir zusammen noch mit der Stadt Lützeburg, da wir wussten, wer irgendwann ein Gift kommen, immer gedrückt, für dann effektiv die Contournement Hespa durchzusetzen. 2008 als die Contournement Hespa oder Dalzingen an den Plan Sectoriel Transport angeschrieben gehen. 2011 an den Projet des Grandes Infrastructures vom Transport, respektiv vom Bauteminister. Und seitdem ist effektiv nicht mehr allzu viel geschieht. Nachdem das Projekt vom Hespa Contournement mit den verschiedenen Varianten eigentlich soll schon 2017 präsentiert ging, wäre dann am Juli 2021, also 4 Jahre mehr spät, endlich weit mit einem optimistischen François Bausch. Nun geht weiter. Ich kann nicht garantieren, ich werde dahinter bleiben. Ich finde, so eine Marktliste, darum, wenn wir zusammen noch mit der Gemeinde dann so gut schaffen, kriegen wir da noch hin. Wir kriegen das hin. Vorher schießt wie nie. An 10, 20, 30 Jahren. Ich, mehr Woche mehr, hier in der Gemeinde, ob das du effektiv einen politischen Plan aus, respektive auch einen Plan von der Bürgerschaft, stellen uns ganz viel Fragen, für was das alles so lange dauert. Es gibt Etüden gemacht, da gibt es eine Etüde von der Etüde gemacht. Ich meine, es geht darum, dass wir heute zu Lützeburg, ne, wir nicht wussten, um den exponentiell aus, dass wir pragmatisch Lösungen bringen und dass wir effektiv auch gucken, infrastrukturell umzusetzen. Die öffentliche Konsultation soll am Herbst 2021 organisiert gehen. Die geht allerdings an den Februar 2022 verrückelt, wo 4 mögliche Varianten für den Trassee vom Contournement präsentiert werden. Den Hespa Gemeinderat war es ja eins, er schwätzt sich klar für die Nordwest-Variante aus. Von 15 Konseilen und 14 eine Spezialvariante befürwortet, ne, die uns als opportunst, aber auch par rapport zum Naturschutz, respektive wo der Impact an der Natur so klein wie nicht mehr möglich ist, könnte umgesetzt gehen, den auch wir, die Leute hier, dafür auf kommunalem Plan als alles gemerkt und alles umgesetzt gehen, und wir hoffen, dass wir effektiv dann endlich, wenn finalement der Regierungsrat dass der FAF bekannt hat, dann effektiv die Variante, die probabel ist, dass wir den Impact an der Natur, die niedrig ist, dass das schnellstmöglich umgesetzt wird. Der Regierungsrat sollte eigentlich nach 4 in der Sommerpause punkto Variante Hespa Contournement eine Decision holen. Alles eitel versprechen, die politischen Decideuren lassen die Gemeinde Hespa an ihr Bürger weiter am Stau stehen. Ich muss sagen, dass aus dem Frust über die letzten Jahre dem Moment aufhängt, richtig Roserei zu gehen, weil man einfach gesehen, dass es nicht weitergeht. Und dafür, wir hätten endlich gern von dieser Regierung Gambia 2, die euch schon seit Jahren versprechen, dass effektiv eine Decision über die Variante geholt wird, dass eine Decision geholt wird, eine Decision, die schon hat, sollte für einen Moment geholt werden, dass die Lofin final geholt wird und dann schnellstmöglich auch ein Finanzierungsgesetz über diese Contournement Hespa, dass dann auch an der Chambre wird deposiert gehen und auch von der Chambre wird gestimmt gehen. Und löscht von den parlamentarischen Fragen über den Hespa Contournement ist mittlerweile so lang wie den alldeutschen Stau zu Hespa selber.